Offenbarung 14 finden wir drei Engel, die mitten durch den Himmel fliegen und den Bewohnern der Erde Gottes wichtigste Warnungsbotschaft für das Ende dieser Weltzeit bringen. Im ersten Teil von Offenbarung 14 werden 144.000 Menschen beschrieben, die diese göttliche Warnungsbotschaft beachten und sie ihren Mitmenschen am Ende der Zeit verkünden. Nun, in einer vergangenen Sendung habe ich Ihnen bereits gezeigt, was die Bibel über den Charakter dieser 144.000 Menschen berichtet, die Jesu Wiederkunft und das letzte Drama dieser Weltgeschichte miterleben werden. Sollten Sie diese Sendung versäumt haben, so fordern Sie bitte ein kostenloses Manuskript an. Bleiben Sie dran, wenn wir mit unserer siebenteiligen Serie fortfahren, die den Titel trägt Die Enthüllung der biblischen Offenbarung. Das heutige Thema lautet Die drei Engelbotschaften. Schalten Sie nicht ab! In dieser Fernsehserie habe ich bereits mehrmals die drei Engel aus Offenbarung 14 erwähnt und ihnen gezeigt, wie wichtig diese Botschaften gerade für uns in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte sind. Heute möchte ich Ihnen zeigen, welche Bedeutung diese Botschaften für die Menschen unserer Zeit haben und wie sie das Leben des wahren Volkes Gottes beeinflussen. Seien Sie herzlich willkommen zu dieser wichtigen Betrachtung. Schlagen wir unsere Bibeln in Offenbarung Kapitel 14 auf und lesen dort Vers 6. Der Prophet Johannes hat in der Offenbarung schon öfters auf Botschaften von Engeln hingewiesen, die bisher alle ihre geschichtliche Erfüllung gefunden haben. Schauen wir uns die erste dieser drei wichtigen Botschaften an. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkünden, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Haben Sie die wichtigsten Punkte dieser Engelsbotschaft aufgenommen? Der Engel predigt das ewige Evangelium der ganzen Welt. Und wie begründet er seine Botschaft für alle Nationen, Stämme, Sprachen und Völker? Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Haben Sie das Wort ist bemerkt? Das ist sehr wichtig. Das ist Gegenwart. Es heißt hier nicht war gekommen oder wird kommen, sondern die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Das ist Gegenwart, jetzt. In Daniel Kapitel 7 wird bereits dem Propheten Daniel in einer Vision diese Gerichtsszene im Himmel dargestellt. Und in den Kapiteln 8 und 9 wird ihm auch der genaue Zeitpunkt dieses Ereignisses vorhergesagt. Bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder gerechtfertigt. Diese 2300 prophetischen Tage bedeuten nach dem prophetischen Zeitschlüssel im 4. Buch Mose Kapitel 14 Vers 34 und Hesekiel Kapitel 4 Vers 6 2300 wirkliche Jahre. Der Ausgangspunkt für diese 2300 Jahre ist nach Daniel Kapitel 9 Vers 21 bis 27 identisch mit dem Ausgangspunkt einer besonderen Gnadenzeit von 70 prophetischen Wochen für das Volk Israel und sollte durch den Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems gekennzeichnet sein. Der letzte und umfangreichste Befehl zur Wiederherstellung Jerusalems geschah nach Esra Kapitel 6 und Kapitel 7 im Jahr 457 vor Christus. Somit errechnet sich für den Beginn der vorhergesagten Reinigung des himmlischen Heiligtums das Jahr 1844 nach Christus. Der Dienst im irdischen Heiligtum war ja nach Hebräer Kapitel 8 nur ein schattenhafter Hinweis darauf, was sich in Wirklichkeit im Himmel abspielt. In Hebräer Kapitel 8, Vers 1 und 2 lesen wir: Die Hauptsache dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Seit 1844 vollzieht sich demnach der allerletzte Dienstabschnitt unseres himmlischen Hohepriesters Jesus Christus, so wie es bereits durch den großen Versöhnungstag, der gleichzeitig auch Gerichtstag war, im Alten Testament vorgeschattet wurde. Im 2. Korinther Kapitel 5 Vers 10 lesen wir: Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses.
In Offenbarung Kapitel 20, Vers 12 lesen wir: Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden aufgeschlagen. Und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. In Hesekiel Kapitel 33, Vers 18 bis 19 lesen wir: Wenn der Gerechte von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut, so wird er deswegen sterben. Und wenn der Gottlose von seiner Gottlosigkeit umkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so wird er um ihretwillen leben. Glauben Sie deshalb niemandem, der Ihnen sagt, wenn Sie einmal gerettet sind, sind Sie immer gerettet, egal was Sie tun. Freunde, viele gehen für ewig verloren, weil sie dieser Lüge glauben. Dieses himmlische Gericht nähert sich seinem Ende, denn es heißt in Offenbarung Kapitel 22: Versiegle nicht die Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Selig sind, die seine Gebote halten, auf dass sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Freunde, ich hoffe, dass Sie den Ernst unserer Zeit erkannt haben. Jesus sagt: Wenn ich komme, ist das Gericht schon vorbei, denn ich bringe für jeden den Lohn mit. Es geht hier um ihr ewiges Leben oder ihren ewigen Tod. Ist Ihnen das klar? Jesus lehrt uns auch in Matthäus Kapitel 19, Vers 17: Wenn du aber ins Leben eingehen willst, so halte die Gebote. Jesus hat für alle, die an ihn glauben, dafür gesorgt, dass dies möglich ist, wenn wir mit ihm nach Johannes Kapitel 15, Vers 1 bis 10 jeden Tag verbunden bleiben, wie die Rebe am Weinstock. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Die Erlösung ist für uns demnach kein nur passiver Rettungsvorgang. Erlösung bedeutet eine ständige, lebendige Beziehung zu Jesus im täglichen Studium der Bibel und Befolgen seines Wortes in inniger Gebetsverbindung zu unserem Gott Tag für Tag. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 5 beschreibt Jesus diesen Überwindungskampf mit folgenden Worten: Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Im Römer Kapitel 6, Vers 12 bis 14 lesen wir: So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. In Johannes Kapitel 17, Vers 17 bittet Jesus seinen himmlischen Vater für uns: Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und im 2. Korinther Kapitel 7, Vers 1 werden wir deshalb aufgefordert: Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. In Hebräer Kapitel 12, Vers 14 wird uns gesagt: Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und im Philipper Kapitel 2, Vers 12 bis 13 wird uns eindringlich ans Herz gelegt: Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Sie sehen also, Erlösung bedeutet einen täglichen Kampf gegen das Böse.